Erkreuzen mit den Dieren Fried von unserem Herrn Jesus Christus. Ich will die Verse lesen, Johannes Kapitel 10, 40 durch 42, wo du zu sein wird. Und zog wieder jenseits des Jordans an den Ort, wo Johannes zuvor getauft hatte, und blieb dort. Und viele kamen zu ihm und sprachen: Johannes tat zwar kein Zeichen, aber alles, was Johannes von diesen gesagt hat, das ist wahr. Und das glaubten dort viele an ihn. Der Herr, er ging war wasch und andere sieht von den Jordan an dem Platz, wo er sein ganz öffentliches Wirken angefangen hat. Seine 3 Jahre, die wunderbare Wirden Worten, die kommen langsam zum Eng. Er schlägt du auf, wo er angefangen hat. Besieht diese Ordnungen von Judentum und an einem Platz veracht. Der Jan, der wird hier nach kommen, da wäre sicherlich wahrhafte Gläubige. Sie wären reut, seine Schmacht halben zu drehen. Er Platz mit am besiegt Israel anzunehmen. Diese Nufallier von Christi, der stahlen Johannes dem Täufer hier in wunderbarer Zeugnis rührt. Sei erinnernden sich, dass der Deins vom Johannes, dass wir nicht bloß ein Wort gewasst, sondern das beweist sich aus einer ganzen Wahrheit und hat sich bewiesen aus einer Wahrheit. Alles, was er über dem Herrn Jesus gesagt hat, dass wir im Dienst von dem Heiland in Erfahrung zu gehen. Und dort soll auch jeder einem Mut geben aus Christ. Wir möchten vielleicht nicht in der Lehre sein, große Wunderdoten zu verbringen oder irgendwo in der Öffentlichkeit Predigten zu bringen oder wo für große Versammlungen zu kommen. Doch wir können zumindest, und das Wenigste, wo ich sage, habe ein wahres Zeugnis von unserem Herrn und unserem Erlöser Jesus Christus geben. Und dort haben Gottes Ehren einen großen Wert. Wir müssen merken, dass das, was wir hier vorstellen, dass der Herr Jesus, trotzdem, was am so viele Menschen auflehnen, durch das Volk Israel, doch über ein demütigen, abnehmende Horten finden kann. Ans wird gesagt, viele Gläubige tun arm. Und so ist es auch durch jeder Tiet. Immer jaft dort Menschen, die reut sind, er hört dem Herrn Jesus zu schenken. Wenn da auch immer Menschen sind, die dort alle auflehnen dann. Aber trotzdem sind Menschen reut, Jesus anzunehmen aus ihren Radar, ausgeschlossen zu sein von der Welt, gehasst zu sein, verachtet zu sein, aber doch in der leibliche Gemeinschaft mit den Seelen Gottes zu sein. In Wahrheit ist es diese Frau und mir und die. Wenn wir uns bekennen zu dem Herrn Jesus, sind wir dann reut, auch ein Zeugnis zu sein für ihn, oder ein Zeugnis aufzuleihen für ihn, dass wir dort wieder sein, was der Herr Jesus an uns gerötet getan hat, dort ist unsere Abgabe. Und als nächstes möchte ich uns fragen, sind wir reut, diese Weide, das Liede, auch zu teilen mit dem Herr Jesus. Das meint nicht, dass wir nun nach Tjern mit Amtöp nach Golgatha gehen. Aber was das meint, wenn wir Jesus abnehmen, dann wollen wir veracht worden. Dann wollen wir ausgelacht worden, wir wollen vielleicht gehasst worden. Vielleicht können wir nicht mehr bei unseren Eltern sein. Vielleicht können wir nicht mehr wohin fahren spazieren, wo wir schon können. Sind wir reut. Weil wenn wir dort nicht verreut sind, dann kann der Herr Jesus uns auch nicht annehmen. Wir müssen ihm ans ganze Herz geben. Und wir müssen reut sein, auch von dieser Welt ausgeschlossen zu werden, gehasst zu werden, verachtet zu werden. Aber du, Bernen, weit wie, wir haben eine leibliche Gemeinschaft mit dem Sehen Gottes und wir sind ewig gerat. Und wenn uns Leben dann durch ist, dann sind wir im Himmel bei dem Herrn. Und dort, was sie gelernt haben, sie machen jeder Mut merken, weil wir reut sein und ein Zeugnis auf der Leib von unserem Herrn Jesus, aber eben auch, weil wir reut sein, dem Herrn Jesus persönlich anzunehmen und uns froh und mutig zu bekennen zu ihm, ein Zeugnis zu sein, damit mehr Menschen können geraten werden. Weil wir nach der Bede, lieber Herr Jesus, danke, dass du für uns gekommen bist auf diese Welt, uns sündige Menschen zu raten. Danke für die Erlösung, die wir haben in dir. Halb uns, dass wir froh und mutig Zeugnis geben, weil wir sind zum Licht gekommen, weil du uns geraten hast. Halb aber auch, dass wir immer ein Ugnet Wort haben,
dass wir reut sind und mit die, durch die schwere Tiden zu gehen, ausgeschlossen von der Welt zu sein, gehasst und verachtet zu sein, aber du bist trotzdem diese deutliche Gemeinschaft mit dir zu haben und einmal für ewig Rat. Danke für die Ratung, die wir haben in dir. Amen. Gottes Segen für diesen Tag.